Moin, moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe und die fressen mir gerade hier alles weg, die Affen. Habe ich überhaupt nur Hunger? Was war das denn gerade? Vergiftung? Oder was ist das Symbol? Ein Bruch und ein Schutzschild. Ich habe jetzt beim Aufstehen nicht drauf geachtet, was dem guten Herrn hier fehlt. Okay, trinken. Gut, ich brauche mal ein, zwei Leute. Hier, alter Affe. Alter Affe. Bleib mal hier. Wir folgen. Du mir folgen. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Los. Wer bei Fuß? So, alle nachmachen, ja? Seid ihr alle da? So, jeder greift sich ein. Habt ihr gesehen? Handwechsel. Und greifen. Nee, kriegen die nicht geschissen. Gut. Wozu brauche ich euch dann? Ihr könnt auch im Lager bleiben, also echt. Was ist das da unten rechts für eine Karte? Soll es eine Map sein oder? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. So, Stapel. Handwechsel. Stapel. Fehlt nur noch was. Hier, du brauchst mir nicht hinterherlaufen. Pflegen? Nee. Hier, Junge. Hier, Blaken. Hier, warten. Ich hoffe, dass ich beim Stapeln von Nahrung auch gleich was lerne. Was ich vergessen habe, ist schneller bewegen irgendwie. Wir nehmen Handwechsel. Was passiert, wenn wir das beides verändern? Das geht nicht. Nee, essen wollen wir nicht. Reicht immer noch nicht. Warum machen die immer so komische Geräusche? Einmal sammeln wir nochmal und dann, wenn nicht, kunden wir mal ein bisschen die Gegend. Ach, wo einmal kommen wir essen, komm. Haben wir jetzt zwei Hände voll? Jawohl. Ich werde jetzt auch immer, wenn wir auf dem Rückweg sind, einfach mal ein, zwei Nahrungsstücke mitnehmen.
Hm, passiert nichts. Okay. Hat sich unsere Mission. Ist immer noch dieselbe. Was passiert, wenn ich das Baby. Ja, genau, wir legen uns hier mal hin. Und sagen: Kind absetzen. Oh, es ist sogar. Baby mit spontaner genetischer Manipulation Stoffwechsel. Oh, warte mal, wir konnten einen Partner rufen. Leg dich nochmal hin. Oh, da haben wir einen. Oh, wir können uns paaren. Cool. Affenparty, guckt alle zu. Okay. Doppelt hält besser. Runde 2. Mit Affenglück. Okay. Vielleicht haben wir jetzt die Dame geschwängert. So, haben wir ja schon ewig nicht mehr erkundet. Oder ist was? Was zu essen. Okay. Was zu essen? Ja, Sinne, aber. Kokosnuss. Das sind auch alles Kokosnüsse. Der Standort von allem, was du identifiziert hast, kann im Gedächtnis behalten werden, okay? Das ist halt jetzt ein toller Baum oder was. Intelligenz kann auch benutzt werden, um praktische Gegenstände zu entdecken und alles zu visualisieren, was du bereits identifiziert hast. Okay. Dann gucken wir uns das doch mal an, das Fragezeichen. Nebenbei üben wir mal ein bisschen springen. Weil das wollte ich nicht mit dem kleinen Babyaffen machen. Whee! Weil unsere Nachkommen müssen ja gesichert sein. Die Thronfolge. Die Thronfolge ist sehr wichtig. Ich weiß nicht, wie wir das gerade gemacht haben. Wir haben aber überlebt. Was ist denn da? Granitfelsen. Kennen wir die schon? Ah, ist mir gerade ein bisschen kalt oder wieder was? Oh, was? Dann greifen wir doch mal. Handwechsel. Greifen. Verändern. Okay, geht kaputt. Das ist glücklich. Okay. Da ist irgendwas. Das sind irgendwelche Pflanzen. Jetzt scheint er sich das auch mal zu merken. Granitfelsen. Granitfelsen.
keine Ahnung, was das ist. Gucken wir da mal. Das ist halt fahren, ne? Ja, warte mal. Was, ein Krokodil? Kann ich das nehmen? Das war aber nicht, was ich wollte. Schöpfen. Nee, greift das irgendwie nicht. Wir drohen. Neues wildes Tier, Mamba, Blut. Ah, ich bin weg. Eine blattgrüne Mamba. Eingeschüchtert. Ich hab's aber nicht gesehen. Ich hab das Vieh nicht gesehen. Scheiß Viecher, ey. Man will doch hier ganz normal im Dschungel einfach in Ruhe leben, oder? Dann versuchen wir mal da zum nächsten Fragezeichen zu kommen. Kann man schneller klettern? Nee, ne? Oh doch, hier haben wir X. Ah, lass mich nur Ruhe mit den Kokosnüssen. Wachsam? Klingt so ein bisschen wie der Fledermäuse, kann das sein? Egal, klären wir mal hoch. War da nicht hoch? Ja. Ein bisschen was essen. Ah, es gibt Kälteresistenz, ja. Da hauen wir uns ja gleich mal mehr rein. Scheiß Wetter, ey. Verstehe nicht, wo ist das Fragezeichen hin? Es war doch hier irgendwo. Nee, was ist damit gemeint? Ich raff's nicht. Das ist die Pflanze da, oder? Erstmal das erstmal auf. Nee, es ist irgendwie. Klettern wir nochmal auf den Baum. Vielleicht ist es eine neue Pflanze oder so. Die ich noch nicht gelernt habe. Oder kann man sich da abseilen, Tarzan spielen? Mm-hmm.
Ich habe keine Ahnung, was das soll, dieses Fragezeichen. Mal hochklettern. Ne, das ist irgendwie doof. Der Tag ist schon fast wieder rum. Mal langsam hier runter. Da oben ist ein Wildschwein. Granitfelsen. Inspizieren kann man da vielleicht. Ich glaube nicht, dass die Affen sowas gemacht haben, aber. Ja, irgendwas zum Schlagen machen? Toter Zweig. Ach, Kacke, es kommt auf uns zu. Mit Wildschwein will ich mich nicht anlegen. Bedrohen. Geh weg, ich bin bedrohlich. Ich bin hier der Affe, geh weg. Dopamin niedrig. Okay, wir haben Panik. Okay, 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 okay. Panik ist ganz schlecht. Das heißt, dieses scheiß Wildschwein hat gewonnen. Es ist aber auch schon ein bisschen spät. Und das war gerade ein Scheißsprung. Mal die Pflanzen. Da ist irgendwie da was. Warte mal, verändern. Oh, kaputt gemacht. Keine Ahnung. Mal alles irgendwie kaputt. Ich will nach Hause, bevor es dunkel ist. Kletter da hoch. Du musst was greifen. Handwechsel. Greifen, so kein Vorrat. Und ich glaube, wir müssen da irgendwie lang. Kann das sein? Nicht, dass ich mich jetzt verirre.
Gefühlt bin ich der Meinung, müssen wir da lang. Ein eingeprägter Gegenstand war... Keine Ahnung. Achso, ich habe da bestimmt vergessen, was ich mir versucht habe zu merken. Dopamin ist niedrig. Aber wir sind zu Hause. Scheiß Schlangen. So, Essensvorrat. Kann ich das stapeln? Gar nicht. Okay. Dann Eierbubu. Und haben echt noch ein paar Punkte geholt, ja? Was war das? Nee, das haben wir noch nicht freigeschaltet. Das ist aber irgendwie da, theoretisch. Ach, wir haben keine neuronale Energie, um das freizuschalten. Okay, und neuronale Energie haben wir die gekriegt. Okay. So schon mal nicht. Dann schlafen wir mal eine Runde. Träumen von dieser Schlange, die wir quasi verscheucht haben, die ich nicht gesehen habe. Wir verscheuchen die ganze Tierwelt. Oh, wir sind so bedrohlich. Okay. Wasser brauchen wir. Unsere Partnerin schläft links von uns. Und wir schlafen in so einem... Kann ich das Baby wieder mitnehmen? Huckepack. Ah, cool. Dann trinken wir erstmal was. Oder warte, ich war ohne dem Kind unterwegs und habe das alles gemacht. Vielleicht muss ich das Kind immer auf dem Rücken haben. Damit es das lernt quasi. Das hatte ich nämlich schon befürchtet gehabt mit meinen Kollegen hier. Dass die quasi immer sehen müssen, was ich mache. Und das geben wir quasi unseren Kindern weiter. Das könnte es sein. Okay, wir lassen den Bengel oder das Mädchen immer auf unseren Rücken. Leider ist es der einzige Nachwuchs, den wir haben. Dann würde ich sagen, erkunden wir die Gegend nochmal weiter. Wir haben ja leider keine Map. Außer was da unten rechts sein soll. Ich habe noch irgendwas in die Hand genommen. Ups. Ich kann es verändern. Okay, abgreifen. Stachelhalme können modifiziert werden. Dann. Was kann ich damit machen? Inspizieren. Neues Werkzeug entdeckt. Schachtelhalmblätter. Was soll ich damit machen?
Ah! Entweder säubert hat er sich oder. Es hilft wahrscheinlich gegen Verblutungen oder so. Aber diese Kackpflanze möchte ich liebend gern vergessen. Vergessen, danke. An die Scheiße, die Pflanze. Was ist das? Irgendwas, was wir auch noch nicht kennen. Ist das Rufen? Hören wir noch was? Wir hören eine Pflanze. Oh, hier liegt was. Das ist ein Pilz. Pilz ist doch gut, oder? Ah, das ist ein giftiger Pilz. Afrikanischer Erdling. Oh, scheint okay zu sein. Und es scheint nicht okay zu sein. Das scheint gar nicht gut zu sein. Lass das mal fallen. Oh ja, das ist doof. Nicht gut, keinen Pilz essen. Keinen afrikanischen Erdling. Der betäubt uns irgendwie. Stopfen wir uns damit mal voll. Vielleicht hilft da was gegen zu futtern. Oder wir erbrechen. Okay. Was ist das da für eine Pflanze? Was ist das? Neues Werkzeug. Kapokfaser. Dann, was lässt sich damit machen? Dann greifen wir das andere nochmal. Damit können wir uns auch irgendwie einreiben. Okay. Also wir haben gelernt, das sind halt Kapok-Fasern. Ist da hinten? Da unten? Ein Versteck? Cool. Das schauen wir uns nochmal näher an. Dort sagen wir dann Ast. Das Versteck. Ah, wir hören da nur Büsche, ja. Hey, war doch ein Versteck.
noch weiter unten. Was ist da? Eine Pflanze, okay. Dann riechen wir nochmal eine Runde. Nicht, dass da im Versteck irgendwie irgendwas lebt, aber anscheinend wohl nicht. Gar nicht mehr. Okay, wir haben es beeindruckt. Gut, dass wir nochmal sowas Bedrohungsmäßiges hatten mit dem Kind auf dem Rücken. Vielleicht können wir es dann nächstes Mal lernen. Dann ist meine Theorie richtig. Aber wie gesagt, ich habe mich über das Spiel nicht informiert. Ich bin planlos, genauso planlos wie ihr auch. Wenn ihr euch nicht informiert habt. Das Versteck ist weiter hinten. Aber die Pflanze kenne ich auch gar nicht. Sieht abgefahren aus. Hä? Nee, das Versteck ist hier. Aha, aha, aha. Kann ich damit irgendwas machen? Anwenden. Achso, ist noch das, was ich auch in der Hand habe. Wollte gerade sagen, Versteck anwenden? Hä? Achso, das war sogar eine. Okay, man muss alles zweimal anwenden, so auf Deutsch gesagt. So. Na gut, mit dem Versteck können wir nichts anfangen. Kann ich hier noch so ein Stückchen mal verändern? Oh ja! Abstreifen. Tote Zweige können modifiziert werden. Okay, Handwechsel. Inspizieren. Gut, dass er kleiner auf dem Rücken ist. Ja, das kannst du nicht lecken. Das ist ein Werkzeug. Jetzt haben wir den Stock hier gefunden. Sinne verbessert. So, was ist das denn da unten? Können wir das riechen? Hören? Hören können wir nicht. Können wir es riechen? Riechen können wir es. Wir haben uns ja schon eingeprägt. Nein. Ah, verdammt. Du Schnecke. Ah, kann man gleich mal gucken. Hier ist nämlich gerade nämlich was, was ich schon machen wollte. Anheben. Ah. Scheiße. Okay. Theoretisch geht's aber. Das Fröschi? Doch auch schon mal in der Hand, oder nicht? Da habe ich es damals weggeworfen. Neue Nahrung, lecker. Schnecke, afrikanische Riesenschnecke. Essen wir die mal, ist sie giftig? Nährstoffe, okay. Angreifen.
Ich dachte, das wäre wieder angegriffen. Entschuldigung. Ah, hör auf. Ich will das nicht haben. Ich will nochmal einen Stock haben. Ich will das aufhebeln. Wollen wir nochmal irgendwo einen toten Zweig? Scheint nicht der Fall zu sein. Ich glaube, das waren nicht tote Zweige. Das auch nicht. Das ist da oben, das zu essen. Ja, es ist immer so. Das, was man sucht, ist nicht da, ne? Boah, geh da hoch. Oh doch, hier ist einer. Dann greifen. Den Stock. Handwechsel. Beenden. Zack. Haben wir. Jetzt nochmal zu diesem verkackten Stein. Trotzdem haben wir die Pflanzen vorhin gefuttert. Wir haben jetzt ein bisschen Kälteschutz. Yes! Unter aufhebbaren Steinen können unterschiedliche Gegenstände liegen. Aha, aha, aha. Handwechsel. Greifen. Was ist das? Essen. Nein, das ist ein Pilz. Verdammte Kacke. Super, Pilz unter einem Stein. Da sind wieder Pilze, super. Wo geht's nach Hause? Wetter. Oh, 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 oh. Ah, ich glaube, wir sind hier richtig. Was denn da? Nein, ich hab's fallen gelassen. Ah, hau weg. Jetzt müssen wir hier irgendwie wegkommen hier. Bevor wir uns den Allerwertesten abfrieren.
Oh. Ich will wieder meine Höhle. Ist das meine Höhle? Ja. Boah, ist das kalt hier. Nicht, dass wir noch erfrieren. So, hier geht's uns besser. Na, wie geht's, Jungs und Mädels? Oh, da legen wir uns hin und überlegen, was wir heute alles geleistet haben. Oh, wir haben ja richtig viel gemacht. Das haben wir ja schon, ne? Das heißt, wir haben Fleisch gegessen und den Kleinen dabei gehabt. Das ist beides vielleicht nicht doof. Untersuchung der Qualität einer Nahrungsquelle benötigt weniger Zeit. Ist ja Hammer. Nehmen wir hiervon eins. Die Fähigkeit, mit dem Sinn Elemente in weiterer Entfernung zu entdecken, ist erworben. Die Fähigkeiten mittels Intelligenzelemente, aha, ja, haben wir auch wieder. Gegenstände in weiterer Entfernung. Was ist das? Okay, brauchen wir Nahrung. Was ist das? Nee, hey, wird nichts irgendwie. Ja, wir brauchen vielleicht mehr von mehr Fleisch oder so. Das, ja. Das war's. Okay. Generation. Handwechsel. Noch, glaube ich, schnell wieder selber lernen. Hm, ich nehme das trotzdem mal. Das heißt, die haben wir jetzt gefestigt. Das heißt, wir haben jetzt eine Evolutionsstufe. Zwei Geburten haben wir, okay. Können wir nicht. Warum? Generationswechsel, doch da. Was passiert, wenn ich das mache? Dann gehen alle Babys verloren, oder was? Ich mach's trotzdem mal. Das heißt, die kleinen Affen werden größer und die älteren Affen werden älter. Wenn ich das Bild jetzt richtig so deute. Das heißt, unser ganzer Stamm ist jetzt alt. 15 Jahre später, okay. Und einer ist gestorben, Minimum. Das heißt, bevor wir das nächste Mal ja, es ist nämlich gerade das passiert, was ich gerade mir gedacht habe. Die sind alte, kann das sein? Ich glaube, ich habe meinen ganzen Stamm gerade ein bisschen dezimiert. Das mit dem Pflegen habe ich auch nicht so ganz verstanden.
Jetzt brauchen wir quasi wieder ein Baby. Sind hier alle verteilt irgendwie? Weiblich. Hat schon mit irgendwie in ein Paar gebildet? Also überall welche, alle verteilt. Single. Das heißt, wenn man Weibchen finden oder ein anderes Männchen, was noch Single ist, müssen wir die miteinander verkuppeln. Wir brauchen auf jeden Fall Kinder. Mutter. Ach so, Mutter ist Wu und Tief. Genau. Weiblich Single. Wir brauchen mehr Leute. Wir brauchen Männer. Wenn ich es gerade richtig sehe. Gut. Ja, die Folge ist, glaube ich, schon länger, als ich wollte. Und, ja, wir müssen andere Affen finden, quasi. Und, dann heißt es Paarung, Paarung, Paarung. Und Nahrung, Nahrung, Nahrung vielleicht. Mehr Nahrung stapeln. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst mir mal gerne ein Like oder einen Kommentar da. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.